Ladies and gentlemen, live on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 382. Es ist der 20.11.2022. Heute mit dabei die Samira. Hallo. Der Eugen. Hallo. Und ich, der Robert. Normalerweise beginnen wir ja immer unseren Podcast mit dem Rückblick aufs vergangene Wochenende. Da der Kampf von Abbas Barau aber ausgefallen ist, haben wir uns heute dazu entschieden, also damit ihr auch wisst, woran ihr bei uns seid. Es ist nämlich aktuell der 19.11. und wir nehmen um 19 Uhr bereits schon diesen Podcast auf, weil, wie gesagt, ohne Barau ist das Event nicht so interessant für uns gewesen. Und deswegen kommen wir jetzt direkt zur Vorschau. Vorschau auf kommende Kämpfe. Da hätten wir eine Veranstaltung in England. Veranstaltet wird sie von Frank Warren, seiner Queensberry Promotions. Zu sehen ist sie in England auf United Kingdom BT Sport und sie findet statt in der O2 Arena in London. Dort kämpfen im Supermittelgewicht Zack Parker gegen John Ryder. Es geht um den WBO-Interimstitel im Supermittelgewicht, der zurzeit vakant ist und ist auf jeden Fall eine sehr gute Ansetzung im Supermittelgewicht, die in sowas auf jeden Fall ja, häufiger kommen sein sollte. Ich denke mal, Zack Parker dürfte in diesem Kampf der Favorit sein. John Ryder ist zwar immer noch ein sehr guter Boxer, hat aber auch schon die ein oder andere Niederlage auf dem Tacho. Und mit 34, andererseits, wer weiß, vielleicht kann John Ryder uns auch überraschen. Auf jeden Fall eine sehr gute Ansetzung. Dann haben wir noch eine Veranstaltung im Dignity Health Sports Park in Carson, California. Da ist eine Veranstaltung von Marvin Rodriguez von der Marv Nations Promotion. Zu sehen ist es in den USA auf Fight, F-I-T-E. Ob es jetzt in Deutschland auch da zu sehen ist, ist mir jetzt zurzeit nicht bekannt. Da kämpft José Cepeda gegen Regis Prograis im Superleichtgewicht und dort geht es auch um den WBC-Titel im Superleichtgewicht, der zurzeit vakant ist. Auch ein 5-Sterne-Kampf bei Boxrec. Abschließend haben wir noch eine Veranstaltung wieder in England, diesmal links in der Wembley Arena in London. Oh, zwei Veranstaltungen in London, beide an einem Samstag. Ist aber auch nicht sehr clever von den Promotern. Da ist eine Veranstaltung von Eddie Hearn und Matchroom Boxing, wahrscheinlich zu sehen auf The Zone. Und da kämpft im Schwergewicht Fabio Wardley gegen Nathan Gorman um den vakanten BBOFC British Heavy Title, der auch vakant ist. Also momentan sind ja wirklich sehr viele Titel vakant, wie man sieht. Ist auf jeden Fall eine gute Ansetzung. Ich meine, es geht eben quasi um das britische Pendant zum deutschen Titel und beide bekämpfen und den Titel kann man eigentlich nicht meckern. Im Halbschwergewicht ist auch noch ein sehr guter Kampf auf der Card. Da kämpft Craig Richards gegen Rikards Bolotniks um den WBA International Light Heavy Title. Auch das auf jeden Fall eine sehr gute Ansetzung. Kommen wir zu den Hörerfragen. Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie. Und da ist es schon echt lange her, also ich kann mich... Oder ist es vielleicht sogar das erste Mal? Ich kann mich jetzt aktiv gar nicht dran erinnern, dass wir mal eine Zuschrift aus dem Ausland bekommen haben. Oder fällt euch da gerade was ein? Jedenfalls haben wir eine Nachricht bekommen von Norbert. Der hat uns auf YouTube geschrieben, und zwar aus Wien. Er schrieb uns, liebes Box-Podcast-Team, ich bin, in Klammern leider, erst vor kurzem auf euren tollen Podcast aufmerksam geworden und auch seither fleißig am Nachhören der älteren Folgen. Als jemand, der doch sehr viel, vor allem englischsprachigen Box-Content konsumiert, muss ich euch ein großes Lob für eure Show ausstellen. Man kann eure Leidenschaft fürs Boxen in jeder Folge deutlich nachvollziehen, wobei ihr auch die dunklen Seiten des Boxing-Games beleuchtet und kritisiert, was auf vielen anderen Kanälen leider nicht so deutlich angesprochen wird. Ihr habt bei mir mit eurer Mischung aus Infos und der richtigen Portion Humor direkt ins Schwarze getroffen und ich hoffe, dass eure Plattformen in Zukunft mehr Reichweite erzielen. Lieber Norbert, das hoffen wir auch. Ihr hättet es euch verdient. Also nochmals herzlichen Dank und liebe Grüße aus Wien, Norbert. Erstmal für diesen Text ist vielen lieben Dank. Und du hast uns zwei Fragen gestellt. Die erste Frage lautet wie folgt. Welcher deutschsprachige Boxer/Boxerin
Profi oder Amateur, hat euch zuletzt so richtig geflasht, also positiv überrascht? Da würde ich jetzt den Eugen mal als erstes rannehmen. Wer würde dir so spontan in, einfallen? Es sind leider nicht allzu viele insgesamt, ne? Aber wer mir am ehesten noch gefallen hat, war der gute Nelvi Diafak. Der, also ich fand seine Entwicklung halt recht gut. Und auch, wie er sich einfach auch körperlich und boxerisch nochmal verbessert hat. Also ihn würde ich auch sehr gerne irgendwann als Profi sehen und mal seine Karriere verfolgen, weil er ist zumindest jemand, wenn ich ihn so kämpfen sehe, ich würde ihm schon mehr zutrauen als den meisten deutschen Schwergewichtlern. Und von daher finde ich ihn relativ aufregend. Und auch so als Typen ganz cool. Und ich glaube, aus dem könnte man doch einiges machen. Samira, wie sieht's bei dir aus? Ja, man kann ja noch mal dazu sagen, dass er EM-Gold im Superschwergewicht geholt hat, ne? Das ist wahrscheinlich ganz wichtig, um ihn einzuordnen. Also ist kein schlechter Mann. Und ja, das Pendant quasi zu den Frauen, dann fällt mir auch nur eine Amateurin erstmal ein, ist mir auch zuerst in den Sinn gekommen. Stefanie von Berge, hatten wir ja auch schon erwähnt in den News, hat Gold in Montenegro bei der Europameisterschaft gewonnen. Im Weltergewicht bis 66 Kilo. Und ja, also das ist ja auch eine sportlich sehr positive Nachricht. Und nach sonst nicht so erfolgreichen Meisterschaften bei den Amateuren sind es, oder Weltmeisterschaften, wo deutsche Boxer, Boxerinnen nicht immer so erfolgreich abgeschnitten haben, war das schon auch eine ganz besondere Nachricht. Und darüber freut man sich natürlich auch. Und ja, von daher hoffe ich, dass sie vielleicht noch viel mehr gewinnen kann. Zudem ist sie ja auch noch Medizinstudentin und Sportsoldatin bei der Bundeswehr. Also dann auch noch auf dem Level dann noch bei den Amateuren zu boxen, das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Aber bei euren beiden genannten Boxern merkt man so, das Rheinland bringt momentan wohl anscheinend so die Boxhoffnungen in Deutschland hervor. Ja, das stimmt. Dann hatte er noch eine Frage gestellt, und zwar: Was würdet ihr von einer Fightcard halten, die rein aus deutsch-österreichischen Duellen besteht? Etwa Markus Nader gegen Simon Zachenhuber, Mansur El-Sayef gegen Leon Bunn und so weiter. Ein derartiges Event wäre zumindest hier in Wien wohl gut zu vermarkten. Boah. Also per se, das wäre mir eigentlich relativ egal, weil mich interessiert es jetzt nicht, ob es jetzt deutsch-österreichische Duell sind. Mich interessiert es erstmal, dass überhaupt gute Duelle überhaupt mal im deutschsprachigen Raum auf die Beine gestellt werden. Klar, wäre jetzt so Markus Nader gegen Zachenhuber, wäre auf jeden Fall interessant, aber dass es jetzt rein aus solchen Konstellationen besteht, wäre mir tendenziell eher egal. Hauptsache, die Qualität stimmt. Ja, aber das wäre auf jeden Fall auch ein schönes Duell, ne? Irgendwo wahrscheinlich auch auf Augenhöhe so ein bisschen. Und das wäre, also ich fände den Kampf sehr interessant. Aber ja, beide Kämpfe, ne? Eigentlich. Ja. Also auch den anderen. Ja. Wahrscheinlich. Gut wäre es, aber sag mal, dass die ganze Fightcard rein aus Deutschen und Österreichern bestehen müsste, das wäre mehr zweitrangig. Ja. Ja, ich glaube auch nicht, dass das ein Argument ist, dass man irgendwie eine größere Halle voll bekäme. Also, keine Ahnung. Also, es ist zumindest, ich kann nur für mich sprechen. Also, wenn ich Boxveranstaltungen besuche, sind mir Nationalitäten eigentlich nicht sonderlich wichtig. Wichtiger sind mehr so für mich die einzelnen Boxer, die da antreten und nicht zwingend, was für ein Pass jemand hat. Aber das ist natürlich, Natürlich meint er so ein bisschen wahrscheinlich auch, dass natürlich die Boxer, die dann irgendwie in ihrer Heimatstadt oder in der Nähe von der Heimatstadt antreten, dass natürlich die Halle dann ein bisschen voller wird, weil die natürlich mehr Leute da rein mobilisieren und für begeistern können, ne? Dass das Publikum da einfach ein bisschen, man zieht schon ein bisschen mehr Publikum an. Wenn du zum Beispiel ein Berliner Boxer bist, dann ist natürlich das Stadion, die Halle in Berlin voller als jetzt in München. Es ist einfach ganz klar, weil die Fans halt oft nicht so weit fahren können, wollen. Das hat ja schon immer so ein bisschen kleinen Grund. Aber natürlich, eigentlich, ich meine, wenn jemand Qualität hat, dann ist es egal, wo der boxt, dann wird die Halle überall voll. Und wenn es irgendwie ein Riesenstar ist, Tyson Fury macht die Hallen überall voll. Ist egal, in welchem Land der da boxen würde, ne? Das wäre einfach so. Aber
Ja, aber man darf es auch nicht vergessen, selbst wenn der in Kuala Lumpur boxen würde, würden 50.000 Briten mitreisen. Ja, ja, genau, also, die fliegen ja auch mit. Also das ist ja, genau. Aber auch so, da würden auch immer, der ist halt so bekannt, der hat überall Fans, ne? Das meine ich damit. Aber so an sich, deutsch-österreichische Card, ja, fände ich nicht schlecht so. Also kann man mal versuchen, aber so viele österreichische Boxer kenne ich jetzt gar nicht. Ein paar gibt's, aber die sind jetzt in Deutschland auch nicht alle so bekannt. Markus Nader natürlich, weil er einfach lange bei Sauerland geboxt hat. Deswegen würde ich sagen, dass er sogar noch der bekannteste eigentlich, der aktuell noch boxt. Oder fällt euch irgendjemand noch ein? Also, zugegeben, nein. Deswegen, also es gibt nicht so viel. Ja, Gogi Knezevic, wenn das ausgesprochen wird, der sagt mir auch noch was. Aber ja, Knezevic, ja. Ja, deswegen weiß ich gar nicht, ob man das so hinkriegen würde. Aber klar, so als Hauptkampf könnte das natürlich, ja, warum nicht? Also könnte man mal ausprobieren. Vielleicht auch, dass da in Wien was steigt. Ich weiß nicht, wie oft in Wien Boxveranstaltungen sind, aber ich hätte nichts dagegen. Und ja, der Fight wäre, also Nader gegen Zachnuber wäre wirklich ganz spannend. Also würde ich mir auch ansehen. Somit schließen wir dort die Hörerfrage aus Wien ab, sagen Fürte und Baba und kommen zu den Nachrichten. Die Box-Podcast Nachrichten. Und da haben wir eine etwas traurige Nachricht. Gut, die haben wir ja eben schon am Anfang der Sendung erwähnt, dass der Kampf von Abbas Barrow gegen Milan Prat wegen einer abgesagt worden ist. Und Samira, du weißt auch, weswegen. Ja, was soll man, hat da gar nichts zu verkündet, was irgendwie auch merkwürdig ist, also nichts Offizielles, sondern Abbas Barrow selbst in Social Media auf Facebook, Instagram, hat er ein Foto von sich von einem Krankenhaus in Münster gepostet mit einer Armbinde und hat dann geschrieben am 15. November: Aufgrund einer Schulterverletzung während der Vorbereitung muss ich den Kampf um die Europameisterschaft leider aussetzen. Ich konzentriere mich nun auf eine reibungslose Genesung. Dann kann ich die Titeljagd weitergehen. Dann kann die Titeljagd weitergehen. Ja, also der Kampf gegen Milan Prat findet halt nicht statt. Und ja, jetzt wissen wir auch warum. Ja, schade natürlich, ne? Wenn man so kurz vorm Kampf, ich weiß nicht, wann er sich verletzt hat, aber zumindest war er jetzt in Deutschland im Krankenhaus. Kann man nur hoffen, dass er nochmal die Chance bekommt und ja, dass alles gut verheilt. Ja, gerade weil Abbas Barrow, das klingt jetzt so dramatisch, aber er ist unsere letzte Hoffnung. Klingt wirklich sehr dramatisch, ja. Ja, aber ich kenne jetzt halt auch gerade keinen, der auf diesem, also das Potenzial hat, auf diesem Level zu boxen. Fällt mir gerade keiner ein. Deswegen, naja, Kulkai gibt es ja schon noch, aber den würde ich jetzt nicht als, der ist ja jetzt nicht als Aufbaubock, also der ist ja schon lange dabei, so. Das ist jetzt kein Nachwuchsboxer, der noch so im Aufbau ist, aber ich meine, er hat ihn ja besiegt, zumindest auf den offiziell und manche haben es so gesehen, also da gibt es schon noch, ja, einen anderen zumindest. Ja, aber du bist, auch wenn ich Jack Kulkai gut finde und auch gerne sehe an sich, aber ich glaube jetzt nicht, dass da noch 10 Jahre mit geplant wird. Ja, genau. Aber Abbas Barrow jetzt doch noch bestimmt 10 Jahre irgendwie hat. Ja. Sowas. Deswegen, ich glaube, da spreche ich für uns alle gute Besserung und werd bitte schnell gesund. Bitte, bitte, bitte. Die Katze greift hier gerade meinen Kopf an. ja, dann haben wir noch eine Nachricht. Und zwar: Michael Wallisch steigt am 16. Dezember in den Ring, und zwar nicht in Hamburg, sondern in Kanada. Eugen, möchtest du auch sagen, gegen wen? Ja, also, ich weiß nicht. Also, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, hier gibt es wieder ein bisschen Geld. Ne? Und ich weiß nicht, also, aber er ist auf jeden Fall, er wird da anreisen. Und dann wird er relativ schnell verlieren gegen Arslanbek Makhmudov. Je nachdem, ich weiß nicht, wenn Makhmudov vielleicht noch einen Arm amputiert wird, dann könnte sein, dass Wallisch Chancen hat. Möglicherweise dann, also sicher ist das nicht, aber ja, also der wird da kurzfristig gegen Makhmudov K.O. gehen. Also der hätte mir auch nichts entgegenzusetzen. Und interessante News auf jeden Fall. Und ich denke, zumal das jetzt auch, sagen wir mal, wenn man mal jetzt rein logistisch vorgeht, der Kampf findet in weniger als 4 Wochen statt und sich dann auf
so ein Kaliber von einem Gegner vorzubereiten, pff. Ja, unmöglich, ne? Er ist ja auch Ersatzgegner, muss man natürlich dazu sagen. Ja, aber trotzdem ist das, klar, selbst, aber gut, auch wenn er 3 Monate Vorbereitungszeit hätte, ist er natürlich der Außenseiter, aber... Ja, auch bei 3 Jahren. Ja. natürlich, da sage ich ja gar nichts gegen. Aber wenn man halt so eine Ansetzung hat, ja, in 3 Wochen kämpfe ich gegen so einen Typ, ja, dann hast du halt den Subtext, das stimmt. Hört sich blöd. Eigentlich sollte Rafael Akpeyori aus Nigeria gegen den Russen Makhmudov boxen und ja, Walisch, im Endeffekt, das ist ja jetzt auch nichts gegen Walisch, ich meine. Nein, aber halt Makhmudov. Er ist Halbprofi, ja. Ne? Wir wissen alle, der arbeitet eigentlich noch, der macht ja was mit sozial benachteiligten Jugendlichen oder Kindern, versucht sie auf die richtige Bahn zu bringen, boxt halt nebenbei noch ein bisschen. Ich meine, den kann man ja nicht mehr als wirklich. Profiboxer so richtig werten, sowieso gar nicht, ne? Also nein, und Makhmudov ist ja ohne Zweifel, sagen wir mal, auf jeden Fall irgendwo in der Welt unter den Top 30 und ist ein physisches Monster. Und das ist zu viel einfach, ne? Das geht nicht. Also das man muss irgendwas, ist es ein Mismatch und man muss irgendwas haben, um dem entgegenzuhalten. Also entweder körperlich oder vom Skill her. Und das, da ist halt, oder Punching Power, aber da ist halt, ich sehe da irgendwie nichts, was Makhmudov gefährden könnte. Wie gesagt, ich fände das recht spannend, wenn der einen Arm amputiert würde, bekäme. Also das wäre dann, so. Ja, du hast ja recht, das soll ist ein ganz klar. Soll ich nicht mal irgendwie ein bisschen so das Bullshit-Bingo ein bisschen bedienen in Form von, ja, aber Eugen, das ist doch das Schwergewicht. Alles entscheiden. Ja, theoretisch ja. Aber Makhmudov dieser Satz kommt. Makhmudov hat natürlich eine K.O.-Quote von 93,33% und Michael Walisch von 57,14. Da weiß man schon, wer die härteren Hände hat. Und sowieso, ich meine, ich glaube, der ist wirklich auch richtiger Profi und 1,97 und hat auch echt zuletzt Carlos Takam besiegt. Das ist natürlich, also, ja, das ist ganz klar. Wir müssen uns nur einigen, in welche Runde. Ich meine, welche Runde geht der Kampf zu Ende? Früher als 3? Ich tippe aber auch auf innerhalb der ersten 3 Runden. 2? Ich sag 2. Ich sag 3. Ja, ich denke, das liegt wahrscheinlich einzig und allein an Makhmudov, wenn er das beenden will. Ne? Also, wenn er den von Anfang an krass überpowert, dann... Dann ja, ist was heißt überpowered? Ich meine, erinnere mal an den Kampf von Walisch gegen Joe Joyce. Joe Joyce war vollkommen unaustrainiert und hat den, glaube ich, in 2 Runden weggehauen. Ja. Dritte Runde. Gegen Joe Joyce, dritte Runde. Dritte Runde, ja. Ja. Zuletzt hat Walisch ja dieses Jahr geboxt gegen Tony Tees. Ja, in Hamburg. Da muss man ihm lassen, da sah er ziemlich frisch aus. Gewonnen durch TKO. Natürlich ist der Gegner auch ein ganz anderer. Und davor wurde er, davor hat er gegen Murat Gassier verloren. Durch TKO in Runde 4. Also das sind da auch richtige Gegnersprünge in seiner Karriere. Aber ja. Ja, wobei der schon gut ist, ne? Also gegen Gassier 4 Runden stehen zu bleiben, ist schon okay. Ja, deswegen. Wer weiß. Wer weiß, vielleicht schafft er es ja wirklich bis zur dritten Runde. Du hast recht. Also, ich sage mal Runde 2. Okay. TKO Runde 2. Oh Mann. Ja, so. Ist halt schade, wir wollen es ja eigentlich über keinen lustig machen, aber im Endeffekt ist so eine Mismatches, wo man schon vorher weiß, wer da gewinnt und nur noch über die ersten Runden da urteilt, wann der K.O. geht, das ist einfach traurig so. Ja. Ne? Eigentlich grundsätzlich respektieren wir jeden, der in den Boxring steigt, ne? Weil da riskiert man im Zweifel sein Leben. Sein Leben, ja. Muss man einfach so sagen und dafür braucht man schon, ne? Große Kojones, um das überhaupt zu machen. Und wir wollen niemanden in den Dreck ziehen oder ähnliches, nur das ist einfach ein Mismatch. Das ist so, als würdest du halt gegen Tyson Fury boxen. Ja. Fast, ja. Makhmudov ist auf Platz 19 jetzt bei Boxrec, nur mal als Vergleich, dass die Zuhörer diesmal nur das einordnen können. Und auch wenn Boxrec jetzt nicht immer alles korrekt, aber so ungefähr kann man sich orientieren und Michael Walisch ist halt auf Platz 161 in der Welt und da sind halt so viele Plätze dazwischen, da sieht man halt, dieses Duell ist halt nicht auf Augenhöhe, gar nicht ansatzweise und deswegen gefallen uns solche Duelle halt einfach nicht. Da geht es um ein bisschen Geld mitnehmen, sich ja K.O. gehen, Geld mitnehmen und ja, das ist irgendwie... Punkte sammeln. Ja, Punkte sammeln, ein bisschen aktiv sein. Klar, Makhmudov, so, der sucht halt irgendeinen Gegner spontan, damit er das Event machen kann, aber naja,
Ist halt so. Ein Kampf, wo der Sieger noch nicht feststeht, genauso wie der Termin der Veranstaltung, ist der Kampf zwischen Gervonta Davis und Ryan Garcia. Die Verhandlungen sollen soweit schon fortgeschritten sein, allerdings gibt es noch keinen Termin, außer dass der Kampf im Jahr 23 in Vegas stattfinden soll. Und solange man noch nichts von einem Datum hört, bin ich auch immer noch prinzipiell sehr skeptisch, was solche Verlautbarungen angeht. Aber beide Teams haben es schon auf Social Media bestätigt. Also, ja, aber okay, wir wissen ja, dass also, wenn man mal jetzt so mal das letzte Jahr so sich den Feed von Tyson Fury so anguckt, was da schon alles bestätigt und abgesagt. Ja, Tyson also, Fury ganz ist ehrlich, es gibt so manche Sachen, klar, das ist jetzt, Tyson Fury ist da definitiv noch auf einem anderen Level, aber es gibt mittlerweile so Sachen, das glaube ich immer erst dann, wenn es wirklich auch passiert. Ja, ja, deswegen. Wir sind da immer sehr skeptisch, vorsichtig einfach. Solange nichts offiziell bestätigt ist, ja. Sind wir da vorsichtig? Ja, gerade bei diesen Kämpfen dieser Größenordnung, ne? Weil das ist ja wirklich so ja, von der Popularität, von der Größe her eines der größten Dinge, die man so veranstalten kann. Und da ist ja, und da ist halt immer ein bisschen Vorsicht geboten. Ne? Die kommen nicht unbedingt. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt das Jahr jetzt so gespickt war mit unglaublichen Superkämpfen. Ne? Das ist halt alles meist überschaubar. Also die Elite-Kämpfer, die kämpfen relativ selten gegeneinander. Leider. Apropos Elite, einer unserer letzten Interviewgäste, da hatten wir ja letzte Woche auch schon drüber berichtet, Rainer Gottwald ist ja jetzt bei Promi Big Brother und im Promi Big Brother Haus. Ich steige da ehrlich gesagt noch nicht ganz durch. Als ich noch mal vor 20 Jahren Big Brother geguckt habe, waren die alle in einer Wohnung und jetzt sind die in einer Werkstatt und in einem Dachboden. Loft und Loft. Ach, und Loft, okay. Ja, genau. Okay, naja, ich habe da jetzt mir mal heute da mal die Zusammenfassung, ein Tag in 5 Minuten und ehrlich gesagt ist da wirklich sehr wenig passiert anscheinend. Aber Rainer Gottwald wohnt in dem Loft, standesgemäß. Ne? Aber warum wohnt er im Loft? Ich weiß es nicht, ja, weil der Rainer Gottwald ist. Nee, weil er der Letzte im Schneckenrennen geworden ist. Was eine Challenge. Da hast du dann da 5 erwachsene Menschen in hautengen Anzügen, die ein Schneckenkissen auf dem Rücken haben. Und die müssen sich dann durch Schleim auf einer Bahn auf dem Bauch zu einem Ziel hin bewegen. Ja, und Rainer Gottwald kam irgendwie nicht so gut voran. Also eigentlich fast gar nicht. Irgendwie sah er aus wie so ein Käfer, der auf den Rücken gefallen ist. Ja, aber guck dir doch aber nichts gegen Rainer Gottwald, aber guck dir den Riesentypen doch mal an. Wie groß ist der? 1,90? Ja, klar. Im Minimum. So, dann hat er halt auch noch ein paar Kilo. Und er geht halt auch auf die 60 zu. Was erwartet man denn da jetzt? Ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, da hat es auch ein bisschen was mit Technik vielleicht auch zu tun, wie man sich bei sowas voranbewegt. Keine Ahnung. Aber Die Techniker des Bauchrobbens. Ja, genau. Machst du das nicht ständig? Nein. Nee, das ist in meinem Trainingsplan nicht drin. Ich bereite mich zwar für die nächste Staffel Takeshis Castle aber... Ja, da gibt's doch so Breakdancer, die haben manchmal diese Rolle gemacht, so auf dem Bauch, und dann sind sie so hochgesprungen und dann waren sie weiter vorne plötzlich. Also manche Leute können sowas, ich sag's. Aber ja, es sah auf jeden Fall sehr lustig aus. Aber ja, ich kann es ja mal kurz erklären. Auf jeden Fall, er ist Letzter geworden. Man dachte schon, dass er rausfliegt, weil das so angekündigt wurde, dass der die Challenge sozusagen verliert, aus dem Haus fliegt. Er dachte das auch, also sein Gesicht sah auch so aus, als er dann fertig war. Dann wurde er aber ins Loft geführt, also in den schönsten Bereich dieses Big Brother Hauses. Das haben die anderen anscheinend auch noch gar nicht gesehen, das ist ein bisschen extra. Und haben ihm gesagt, dass er doch bleiben darf, quasi als Überraschung. Und dann war da irgendwie so besonderes Essen und da darf man sich dann alles bestellen. Eine Wurstplatte. Wurst und sonst Snackplatte. Und er war dann quasi da alleine. Und ja, sie haben das wahrscheinlich einfach nur gemacht, weil sie wussten, dass vielleicht Ältere da auch ein bisschen Nachteil haben bei dieser Challenge und nicht sofort jemanden rausschmeißen wollten. Also ich dachte schon, oh, jetzt ist Rainer Gottwald nur einmal dabei und dann muss er schon rausfliegen. Aber er ist auf jeden Fall weiter dabei. Ihr könnt euch es weiter angucken und mal gucken, was die nächste Challenge ist. Vielleicht sieht er da auch besser aus. Apropos Challenge. Es ist ja nicht nur so, dass im Boxen Challenges Ansetzungen stattfinden, wo sich Leute freiwillig darauf einigen. Nein, es werden auch Challenges angeordnet. In diesem Fall von der IBF. Alexander Usyk muss seinen IBF-WM-Titel gegen Pflichtherausforderer Philipp Hurkowicz verteidigen. Ja, manche Kanäle haben ja schon großmündig verkündet, dass damit der Kampf gegen Fury geplatzt ist.
Sehe ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so, weil Fury boxt jetzt erstmal gegen Chisora, da macht er erstmal 3-4 Monate nichts. In der Zeit kann Usyk den auch boxen, wenn es denn überhaupt dazu kommt. Wobei ich kann mir jetzt nicht wirklich vorstellen, dass das so schwierig ist, weil Hrgović ist bei The Zone. Dann boxt Usyk halt auch nochmal da. Und das sollte, vor allem nach der letzten Vorstellung von Hrgović, sollte das eigentlich ein easy going für Usyk sein. Oder wie seht ihr das? Wenn, also erstmal würde, ja, also erstmal ist der Kampf ja nur angeordnet von der IBF. Es ist natürlich immer auch die Frage des, oder eine Frage des Boxers, ne, dass ob er jetzt diesen Titel dann auch wirklich pflichtverteidigen möchte gegen Hrgović. Usyk geht da als klarer Favorit natürlich in diesen Kampf, erst recht nach der letzten Vorstellung von Hrgović gegen Silai Sang. Da hat er echt nicht so, da sah er ziemlich schwach aus, war ein sehr enger Kampf und ja, also da hatte man so ein bisschen einige Fragezeichen auch so danach, aber ja, vielleicht war es auch nur so ein bisschen Ausrutscher, nachdem sein Vater gestorben ist, weiß man jetzt nicht, aber ich sehe auf jeden Fall Usyk als klaren Favoriten, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Usyk, wenn Fury, die Frage ist ja, möchte Fury überhaupt Usyk boxen? Und ich kann mir vorstellen, dass er da auch nicht so heiß drauf ist, obwohl er das sagt. Ich meine, es ist auch nicht so ein leichter Gegner für ihn. Der Kampf ist auch nicht so klar, wer da gewinnt, zumindest für mich nicht, ist für ihn auch eine große Herausforderung. Das heißt, ja, wenn er möchte, wirklich Usyk boxen möchte, dann können sie sich natürlich später auf einen Kampftermin einigen. Oder Usyk sagt einfach, IBF-Titel ist mir nicht so wichtig, gebe ich ab, ich warte auf Fury und dann boxe ich halt gegen Fury den nächsten Kampf. Ne? Es kommt halt so ein bisschen drauf an, ob er den unbedingt behalten will. Wobei hat eine Titelvereinigung nicht immer Vorrang vor einer Titelverteidigung? Weiß ich nicht genau. Titelvereinigung vor Titelverteidigung? Anscheinend nicht. Naja, wenn kein Termin steht, aber wenn Fury ja wenn die noch gar keinen festen Termin haben, ich meine, da steht ja nichts an. Dann hat sie, wie soll das dann, was meinst du dann jetzt, den Kampf gegen Fury meinst du? Ja, das jetzt vor, aber da steht ja nichts fest. Ich glaube, wenn da was feststehen würde, könnte er sagen, ich boxe dann und dann. Aber da ist ja noch gar nichts ausgemacht. Deswegen ist so die Frage, möchte Fury überhaupt gegen Usyk boxen? Weil es sieht irgendwie auch nicht so krass danach aus. Naja, da werden jetzt noch ein paar Wochen und Monate vergehen, ja. wo Fury vielleicht auch noch mal dreimal dann vom Boxen zurücktritt und wiederkommt. Ja, und genau, das weiß man ja alles mal gucken, nicht. Also. Mal gucken, was die Tagesform von ihm hergibt. Aber ist nicht so ein spannender, also ich meine, ist eigentlich jetzt nicht so der Hammerkampf, oder? Wie findet ihr das? Usyk gegen Hrgović reißt jetzt die Leute, glaube ich, nicht so vom Hocker. Oh, ich hätte würde bei Hrgović lieber sehen, dass er nochmal Rematch macht. Also, ich weiß nicht. Also ich oder generell irgendwelche Top 20 Leute mal boxt. Also das würde ich viel lieber sehen. Also diesen Kampf. Ich brauche ihn also jetzt noch nicht. Ja, also jetzt noch nicht für Hrgović meinst du, dass es für ihn zu früh ist? Ja, das ist einfach auch von der Leistungsfähigkeit ist das eine sehr einseitige Sache und ich finde es stand heute noch nicht sonderlich interessant, also da würde ich gerne noch ein bisschen mehr von Hrgović sehen. Ist schon interessant, was die Weltverbände manchmal so entscheiden, also nicht, dass ich dem Hrgović irgendwas absprechen möchte, ne, auf gar keinen Fall, aber weiß nicht, seine Vorstellung gegen Zhang, boah, also da muss man ihn auch nicht unbedingt zwingend als Sieger gesehen haben, ne, also das war schon brutal enge, das Ding. Und ich denke, da wär ein Rematch erstmal angebracht, ne? Anstatt jetzt sofort irgendwie nach der Krone zu greifen. Aber es ist ja auch nicht so, dass Hrgović, außer Zhang, hat er einfach auch noch keine großen Referenzen im Rekord. Und deswegen würde ich einfach da gerne sehen, dass da nochmal irgendwie was anderes geboxt würde. Deswegen finde ich das relativ fragwürdig, ihn nach einem Kampf gegen einen etwas besseren Mann da als Pflichtherausforderer zu ranken, ich weiß nicht, wie man das rechtfertigen kann. Klar, er ist ein guter Junge, aber sportlich von dem bisher Gezeigten ist das eigentlich nicht zu rechtfertigen. Nee. Ich finde auch, er könnte erstmal andere Duelle, wo er sich beweisen muss. Ich meine, er ist auch bei Boxrec Platz 16 gelistet, da sind noch einige. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob er gegen Kubrat Pulev gewinnt, ehrlich gesagt. Also ich weiß es nicht. Also nach seiner letzten Vorstellung, ehrlich gesagt, Also ich würde Hrgović lieber gegen Chisora sehen als gegen Fury. Ja, Pulev gegen Chisora ist interessanter, gegen Parker ist interessanter, gegen Joyce ist alles ist eigentlich interessanter, weil das irgendwie mehr noch so seinem Level jetzt erstmal entspricht. Weil gegen Usyk ist so ist viel zu schnell für ihn und technisch so überlegen, der hat da einfach gar keinen Auftrag für. Also für mich ist dieser Kampf sowas von klar.
Also für euch auch. Also deswegen, da gibt es wirklich viel spannendere Kämpfe, die man machen könnte, wo dann auch die Leute ein bisschen gleich groß sind, so viel wiegen wie er, die dann auch nicht so übertrieben schnell sind wie Usyk. So ein bisschen anders. Selbst ein Andy Ruiz, das wäre auch schon noch interessanter. Aber okay. IBF ordnet irgendwas an, was man nicht nachvollziehen kann. Ja. Ich weiß nicht, ich brauche den Kampf eigentlich, also sportlich brauche ich den auch nicht. Also ob der jetzt stattfindet oder nicht. Ja. Ist unsere jetzt Hörer können uns ja mal in die Kommentare reinschreiben, was sie brauchen. Habt ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen an uns, dann schreibt sie uns da rein, schreibt uns Nachrichten bei Instagram, bei Facebook und natürlich auch bei YouTube. Ihr könnt unsere Folgen auch gerne teilen oder Freunden empfehlen. Vielleicht kommen wir auch dann dadurch nicht nur nach Wien, vielleicht kommen wir ja auch mal nach Zürich oder nach Bern. Und ja, dann würde ich sagen, habt noch ein schönes Restwochenende, genießt die Woche und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Und für die und Baba. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de.